asked my little brother to come with me. I asked my little brother to come with me. I asked my little brother, oh, won't you come with me? I'm on my way, I'm on my way. And if he won't come, I'll go alone. If he won't come, oh, I'll go alone. If he won't come, I'll go alone. Cause I'm on my way, yeah, I'm on my way. Woo! I asked my sister, oh, won't you come with me? I asked my sister, oh, won't you come with me? I asked my sister, oh, won't you come with me? I'm on my way, yeah, on my way. If she don't come, then I go alone. If she won't come, then I go alone. If she won't come, oh, then I go alone. Try not to need text, guys. I'm on my way, me, yeah, on my way. Ja, sehr schön. Bravo. That's my boss. Der hört nicht auf. Mit diesen Worten begrüßen wir jeden einzelnen Zuschauer. Willkommen hier zurück auf eine neue Folge von Far Cry New Dawn. Hallo. Der Tobi ist wieder mit dabei. Das ist sehr schön. Und ja, wir sind wieder bei der Base. Nach langer Zeit Pause, weil wir natürlich ein paar Folgen aufgenommen hatten, also voraus aufgenommen hatten. Ich hatte noch alles ein bisschen vorbereitet, wie ich es erklärt hatte. Das muss man nicht während der Aufnahme machen. Ich habe alle Außenposten, die wir schon übernommen hatten, habe ich jetzt nochmal alle nochmal, ne? Schön Ethanol einkassiert. Da habe ich die ganzen Zahnräder und Federn und so, überall wo wir schon waren, habe ich alle schon gefunden. Da sieht man überall grüne Häkchen. Und jetzt haben wir nur noch die Insel von Joseph Zied und die obere Insel von einem Bruder. Und das sieht ein bisschen strange aus. Wie ihr sehen könnt, hier sind noch ein paar Zahnräder, aber hier ist irgendwas, was nicht stimmt. Ich weiß nicht, ob die Bombe hier explodiert ist. Naja, wir haben hier eine Mission, und zwar die Prophezeiung. Mehr sage ich dazu nichts. Ich würde mal sagen, wir fliegen direkt dorthin, ziehen keine 200 Euro ein. 4200 Meter, okay, gut. Nehmen wir am besten Heli, ne, würde ich mal sagen. Tobi, bist du noch da? Ja? Ja, dann komm mal her. Ich konnte mich gerade nicht bewegen, ich hab dich auch nicht gehört. Ja. Also du hast mich nicht gehört, ne? Das ist schlecht. So, wir haben heute den 11. Die Woche hat schon begonnen, ja. Zum Glück. Ne, stimmt gar nicht. Wir haben den 12. heute. Was erzähl ich denn für den Müll? Leute, die nicht den Kollaps durchgemacht haben. Gestern haben wir Sharky gerettet. Der gute Junge. Und heute wollen wir mal gucken. Spezialauffüllung? Ne, warte mal. Helikopter. Ich habe natürlich den guten. Das gute freigeschaltet. Habe ich auch nochmal gemacht. Guck mal hier. Ja, Raketen her. Raketen. Junge, ohne geballert, yeah. Junge! Das ist Ballern hier! So, 4000 Meter. Ja, das kann noch ein bisschen länger dauern. Wir fliegen aber über die Map. Dam, 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 dam. Weißt du, was ich nicht verstehe, wieso das Glas kaputt ist? Haben wir echt. Sind wir zu doof, um Glas zu produzieren? Ich habe nicht ein Heli gesehen, wo wir nicht eine vernünftige Scheibe dran haben. Keine Ahnung. Hä? Wo? Wer? Wo denn? Seh keinen. Wow! Feuerwerk! Ja, falls sie mit ein paar Raketenwerfern ankommen. Ja, wo sind sie denn? Da vorne. Wo? Wo ich markiert habe. Aha. Haha.
Oh. Junge! Machen wir dich an. Nee, das ist ein Flugzeug. Ja, sieh. Boah. Wo, Mann? Irgendwas hab ich getroffen. Wow! Wow! Was war das? Das? Wow! Hä? Ich sehe nichts, was war das? Junge, Junge, Junge. Ich sehe gar nichts hier. Ich kann jetzt nicht. Alter. Das ist ein bisschen merkwürdig. Was geht hier ab? Was geht hier ab, Alter? Paranormal Activity. So, das geht ab. Ja. Das ist auf jeden Fall. Also auf jeden Fall. Hol ich Bäume? Ja, ja, alles im Griff hier. Yeah. Ja, leicht oh weg. Ja, wir kommen jetzt so langsam Richtung Ende, ne, der Geschichte. Ja. Mehr als 50% der Map ist schon erkundet und erobert. Nein! Von wo? Von überall, Alter. Mach sie fertig! Alter, ich schieß und treff mich. Den hab ich getroffen. Genau. Auf den Turm sein, ne? Ich hab keine Raketen mehr. Das war's ein Tod. Hier brennt alles. Der vor. No. Keine Raketen mehr vergabt. Man weiß es nicht. So, aufgeräumt, weiter geht's. Jo. Und was ich scheiße finde, ist, dass man seine Raketen nicht nachladen kann. Das finde ich irgendwie bescheuert. Ja. Hm. Das war bei Far Cry 5 schon geil. Geld hat es, ne? So im Stuhl nachgeladen. Oh, genau. Aber nur draufdrücken auf R. Per Bluetooth ist angekommen. Ja, genau. Kann man es auch sagen. So, Joseph Seed, oder wer? Das ist eigentlich seine Insel da in der Mitte, ne? Ich bin echt mal gespannt, was da jetzt auf uns zukommt. Das macht Geld, Digga! Können wir alle ansammeln! Aber die fallen nicht. Die kann man nicht mit Neli. Die sind kugelsicher. Kugelsicher Vögel. Oder ich schieße mit Plattpatronen, ich weiß es nicht. Einen von beiden. Ja. Ja, stimmt, die Bombe, wenn ich mich recht erinnern kann, bei Far Cry 5, hier war ich ja, als die Bombe explodiert ist, und die ist ja irgendwo nördlich explodiert. Auf der Insel von Jacob. Boah, Alter. Leute? Ja? Okay. Einige nennen mich Vater. Ach du Scheiße. Mayday, Mayday, Mayday. Vor vielen Jahren hörte ich Gottes Stimme. Er offenbarte mir den schwierigen Pfad, der vor mir lag. Diesem Pfad und fand ein Ende. Und ein Anfang. Alter, was? Bewahre dir ein offenes Herz. Setze die Vergangenheit zusammen. Ach so, wir müssen da drüben hin. Dann enthüllst du
die Wahrheit. Digga, du hast noch einen Dachschaden, ey. Und du wirst in unserem New Eden willkommen geheißen. Aha. Okay, jetzt wird's auf jeden Fall spannend. Ja. 64 Meter, auf geht's. Was gehört? Ich höre es auch. Digga. Rechts von dir. Was ist das? Hey, das war ein Typ mit einem Quad. Ne, mit einem Boot. Aber ich habe gerade Joseph Seed gesehen. Ja, ich auch. Der steht hier. Wow. Die Menschen haben gegen uns gekämpft. Y? Nein. Geh mal kurz weg. Ich muss hier irgendwas zusammen. Sie wollten unsere Familie zerstören. Sie schlugen alles in Stücke. Doch wir hielten stand. Ich muss irgendwas zusammensetzen. Bums. Was? Nur wir sind stark genug, um in der neuen Welt zu leben, die Gott uns gegeben hat. Alter, Digga, du bist ein Freak, Alter. Ja. Verstehst du jetzt? Nee. Will ich auch nicht verstehen. Du warst schon bei Far Cry 5 ein Freak und bist immer noch ein Freak. Oh Mann. Und doch gibt es sie noch. Ja, ja. Laber nicht, Digga. Laber! Die Sünde liegt uns im Blut. Ja, ja, klar. Im Fleisch. In der Seele. Ist es? Eine Bestie, die im Innern lauert. Um uns zu brechen. Aber Digga, lebt er noch oder ist er tot? Zu erleben. Gute Frage. Ich glaube noch, dass er lebt. Wir müssen sie hervorlocken. Da ist er schon wieder. Um sie rauszuschneiden. Oh, ich habe Punkte bekommen. Weil ich einen Kopfschuss verpasst habe. Gott hat mich vor dem Kollaps gewarnt. Und ich sammelte meine Familie, um uns vorzubereiten. Oh, Alter. Junge. Oh, das ist die Atombombe, ne? Was? Ja. Doch die Hölle folgte dem weißen Pferd. Was ist denn das nicht einfach umbringen konnte? Ja. Das ist der Bunker. Wo auch der. Also, wo wir bei Far Cry 5 auch gelandet sind. Ja. Ich bin richtig spannend, was jetzt passiert. Ich dachte, ich hätte meine Pflicht gegenüber Gott erfüllt. Doch eines hatte er mir noch zu sagen. Was denn? Jetzt red! Was hat er dir zu sagen? Toll, ich sag dann nichts mehr. Da ist er. Erzähl! Naja, war ja klar, Alter. Er sagte mir, du wärest dessen würdig. Okay, das ist ein bisschen freaky, finde ich. Aber wo ist der Sheriff? Warte mal hier. Eine hingekritzelte Notiz. Ich kann nicht denken. Ich werde hungrig. Wir müssen bald nach oben, aber ich habe Angst. Ich glaube, ich habe das Richtige getan. Ich will auch jetzt das Richtige tun. Er sagt, er vergibt mir, aber ich kann das nicht. Ich weiß nicht, ob ich das Richtige getan habe. Ich verstehe es nicht. Und alles, was er mir gibt, ist das Wort. Das ist bestimmt eine Notiz vom. Ja, vom. Die Person, die wir gespielt haben bei Far Cry 5. Ja. Weil am Ende ist es so bei Far Cry 5,
sind wir hier gelandet mit Joseph. So. Ja. Und Joseph wollte mich eigentlich töten, nur weil wir die einzigen Leute sind noch auf Erden, hat er es nicht getan. Die Frage ist, hier, das Wort. Ich habe überlebt und sie haben keine Macht mehr über mich. Und nun sonne ich mich im Frieden von Gottes bedingungsloser Liebe, im Schutz der frommen Gemeinschaft von euch, meiner Familie. Und jetzt weiß ich, was es heißt, wahrhaftig und vollkommen akzeptiert zu werden. Von euch, meiner Familie. Das hat er wahrscheinlich Joseph geschrieben. Hm. Also es wird jetzt richtig spannend. Ey. Hier ist noch eine Notiz. Josephs Tagebuch. Nach Tagen des Fastens und Betens habe ich die Stimme wieder gehört. Und ich habe gesehen, was kommen wird. Ich habe das Gesicht der Person gesehen, die New Eden nach meinem Tod führen wird. Ach du Scheiße. Es war kein bekanntes Gesicht. Es sah mir nicht ähnlich. Also ist es nicht mein liebliches Kind. Dennoch wird es mein Kind sein. So wie alle anderen auch. Ich lasse mein Wort zurück, wenn ich gehe. Und wenn es nach Eden zurückgebracht wird, soll es unsere Bestimmung offenbaren. Gott hat mir nicht gezeigt, worin sie bestehen wird, aber ich habe Vertrauen, dass es das Richtige sein wird. Hier ist noch eine Notiz. Jenseits der Mauern von Edens Gates erstickt eine einst mächtige Nation an ihrer Tollkühnheit. Kannst du mal aufhören zu laufen? Okay. Die Elite brüsten sich brüllend. Seht unseren Reichtum. Er zittert von unserer Macht. Er starrt in Ehrfurcht vor unserem Wissen. Und ich erstarre. Doch nicht in Ehrfurcht. In Scham. Denn ihr Wissen verbreitet nur giftige Propaganda, die uns ewig in Frucht bannen soll. Ich erzittere. Doch nicht vor Bewunderung. Vor Trauer. Ob des Hasses ihrer heimtückischen Pläne. Und in ihren glänzenden Gewölben endloser Raffgier sehe ich nur die feige Seelenlosigkeit des Materialismus. Ja, bla bla bla. Also auf jeden Fall ist hier nichts. Nee, das Ding ist, wenn du die ganze Zeit nur am Bewegen bist, das höre ich. Und wenn ich am Lesen bin, ist kacke, Alter. Hier. Drop the soap. Unter der Dusche ist das. Das ist schwul. Ja. Das bedeutet auf Deutsch, lass die Seife fallen. Und wenn zwei Männer unter der Dusche sind, ist es. So, auf jeden Fall ist hier gar nichts mehr. Was am. Wo ist. Was läuft hier? Verlasse den Bunker. Okay. Ja. Also irgendwie. Also, Bunker ist leer, da sind auch keine Leichen drin oder keine Skelette. Weder von uns bei. Also von. Ja, uns selber von Far Cry 5. Irgendwie ist das. Hinter dir. Ah, sehr schön. Das können wir echt gebrauchen. So. Ja, ich habe ein bisschen mehr erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt müssen wir natürlich gucken, wie es weitergeht. Ja. Und wo wir hin müssen. Und wo wir hin müssen, genau. Wir werden jetzt auch ein bisschen. Hab ich Hilfe? Okay. Warte mal, lass mal. Zuckerfarm. Dann lass mal da dorthin. Mal gucken.
gucken, ob wir hier ein Boot haben oder so. Weil rüberschwimmen, ja. Obwohl hier sind noch ganz viele Fischi. Noch ein Fischi. Adana. Noch ein. Und los. Alter, vorne. So, dann wäre das auch erledigt. So, dann schwimmen wir einfach mal rüber, würde ich mal sagen. Oh. Toll, da ist ein Boot. Ja, hab ich auch gerade gemerkt. Euer Ernst, Leute. Oh Mann. Da ist ein Schild. Ich will nochmal vor, nochmal lesen, was das da drüben ist. Ja. Da links davon ist. Ja, ich seh die Typen. Okay. Aber der sieht uns ja nicht. Nee. Der wird gleich vor Headshot abgekommen. Jo. So, Typ ist weg. Find the book. Ja, das Buch haben wir ja. Das ist schon mal gut. Wo ist seine Leiche denn jetzt? Ja, direkt hier vorne. Ja, das Buch haben wir wahrscheinlich, ne? Das ist ja, was ich da eingesammelt habe. Ich guck nochmal ganz kurz. Nee, M war das, genau. Charakter, ja, das brauchen wir jetzt nicht. Karte. Inventar, hier. Nee, wird nichts gezeigt. Schade. Na gut. Ja, dann lass uns mal hier mal die Sachen finden. Hey, jupp. Also, es ist sehr strange. Ja. Jetzt ist natürlich auch die Frage, sind die, ich glaube, wenn wir es richtig verstanden haben, vor ein paar Folgen hieß es ja, dass Joseph Seed sich auch nicht versteht mit den zwei Zwillingen. So, das bedeutet, einer von denen ist gut. Gehe ich mal davon aus. Ja. Das müssen wir da rausfinden. Alter. Ein. So, warte mal. Hier müssen. Achso, die. Da müssen wir. Ja, Teile. Ich hab hier ihn mal freigeschossen. Hier. Hm? Hier sind genug Sachen. Ja, eine Kiste von drei. Hier noch zwei Kisten. Zweite Kiste. Hier unten. Ach, okay. Hier ist noch eine. Was leuchtet hier, Alter? Ja, die habe ich schon gefunden. Hier. Da auch egal. Noch eine fehlt. Hahaha, oh fucking K-Arschlöcher. Wollt ihr mich verarschen? Atomkrieg? Jetzt! Ernsthaft! Beschissenes Timing! Beschissen! Ich habe fortwörtlich. Ich meine wortwörtlich gerade die letzte Version meines Meisterwerks abgeschlossen. Blutdrachen, Zombies, Marsianer. Es war alles dabei. Mein beschissener Schwannengesang auf dem Weg zu Millionen an der Abendkasse und in meinen Taschen und in die G-Strings von Stripperin. Ist Geld jetzt überhaupt noch was wert? Uff, das war's. Wer noch am Leben ist, ist hiermit gefeuert. Ich muss eine Runde drehen. Ich werde jetzt eine Runde drehen. Kann man da draußen noch rumlaufen? Ah, scheißegal. Ach, hier war bestimmt der, der Filmemacher hier, der, Weiß ich nicht mehr. Also, da kann ich mich tatsächlich nicht mehr erinnern. So. Wer das sein soll. Hast du alle Kisten gefunden? Nein. Dann guck ich mal. Verreck. MP-Experte. Multiplayer-Experte bin ich. Reift. Warte, ich komm zurück. Ja. Eine Kiste fehlt auf jeden Fall. Hm.
Und wie das da drin irgendwo noch ist? Okay. Ey, rein da, Alter. Rein da. So. Nee. Oh, also im Haus waren nur drei Stück, ne? Ja. Hm. Meistens ist eine immer noch irgendwo in der Umgebung. Von mir ist ey. So, finde das Buch. Das hatten wir schon. Ja, ist gut, da waren nur so die Tiere. Hä? Wo ist denn die Kiste? Eine fehlt uns noch, aber guck mal, da ist eine Brücke. Ah, da bin ich ja gerade. Ja, geh mal andere Seite. Guck mal unten. Unter der Brücke, lass mal gucken. Bin ich? Hm. Nichts zu sehen. Nee. Dann muss sie noch irgendwo im Haus sein. Ja. Hey Mister, was? Ja, ja. Also Beute eintauschen. Alles. So, Munition nachfüllen. Spezialmunition nachfüllen. Dankeschön. Ach, hier was? Ist die andere Kiste. Hier ist die, diese. Ja, mit den Federn, ne? Achso, die gelbe Kiste, ja. Ja, genau, die gelbe. Die hab ich schon genommen. Also. Na, wir sind jetzt schon bei 27 Minuten. Ja. Also wir wollen auf jeden Fall mit Far Cry diese Woche fertig werden. Aber wo ist, wenn wir natürlich die ganze Zeit diese scheiß Kisten immer suchen? Das wird nervig. Wie siehst du? Ja, Digga, gut, dass du hier drinnen geguckt hast, Alter. Guck mal Richtung Bad. Ich dachte, du warst ja schon im Badezimmer. Hätten wir auch sparen können. So, weiter geht's. Wo wollen wir jetzt am besten hin? Ja, genau, wir gehen hier ran. Ach, abspringen brauchen wir nicht. Okay, der wird geschossen. Das fängt schon wieder an zu flackern. Dasselbe hatte ich auch bei Far Cry 5 übrigens. Das ist eine absolute Frechheit von Ubisoft. Weil Far Cry 5 hat super funktioniert. Booms kam, Update, schon wieder alles Schrott. Ich habe die Grafikkarte alles... die ganzen Updates gemacht und das ist wieder Müll hier. Das ist wieder Müll, dieses Flackern. Das ist einfach nur Müll. Naja, was willst du machen? Du bist ein behindert, Kackköder, ey. Wo ist hier so? Alter! Hallo, Pisser. Oh. Meine Güte. Guck mal hier, diese schwarzen Flecken hier. Ach, ist das für Müll. Deswegen will ich das Spiel so schnell wie möglich wieder durchspielen. Das ist ja, fängt wieder bei Far Cry 5 auch an. Die ersten drei Wochen waren super. Kamen ganz viele Updates raus und dann hast du so einen Bug. Und das ist dasselbe wie bei Far Cry 5. Ich verstehe es auch nicht. Ich habe bei verschiedenen Forums geguckt. Ja, Grafikkarte vielleicht Update machen und bla bla bla. Habe ich alles schon gemacht. Hilft alles nicht. Naja, und komischerweise habe ich dieses Problem immer nur bei Far Cry. Ich spiele auch andere Spiele, so wie Assassin's Creed, da habe ich nie das Problem. Aber immer bei Far Cry. Das ist eine Kacke. So, Zahnräder finden. 1 von 6. Gut.
Ah, hast du alle Federn schon eingesammelt? Ja. Achso. Richtig Gas geben hier. Ah, der Mann, echt. So, 4 von 6. Dann retten wir mal die Frau da drüben. Ja. Oh, die haben ein schönes Auto. Oh, warte mal, das Danke. Auto kann ich ja sabotieren. So, dann gehen wir mal die anderen Sachen suchen. Wow! Ich habe auf jeden Fall gesagt, dass ich es sabotiert habe. Habe ich Auto nicht. Also. Ja, ich habe jetzt meine Unterhose sabotiert oder was? Haben wir es ja nie, ne? Zahnräder 2 Stück eingesammelt. Wie viel brauchst du noch? 2. Hey, bei mir waren 3. Wo ich gerade stehe. Ja, da war ich schon. So. Hier liegen alle. Alle 4. Das sind immer 6, ne? Oh, da drüben sehe ich was. Stimmt. Hast du hier schon, wo ich gerade stehe? Hier ja, eins dran? Ja, ja, ja. Achso. Hier waren 2 gewesen. Da hinten sein. Einer muss da sein. Ja, dann müssen wir mal gucken. Dach ist nichts. Das habe ich auch gemerkt. Oh, da ist ein Fisch. Ah. Hier ist noch eins. Jo, ich komme. Warte mal, erstmal muss ich Fischi töten. Oh, Fischi hat einen Freund. Oh. Besser wissen, bei mir. Da sind die. So, erledigt. So, wo bist du? Ich bin immer. Ich bin hinter dir. Ja, du sollst. Nein, ja, ich weiß an dem. Das ist genau hier. Hier ist eins. Eine Kiste. Sehr schön. Dann würde ich mal sagen, weiter geht's nach Norden. Hier ist eine Mission. Story-Modus. Jupp. So, dann würde ich mal sagen, hier 34 Minuten. Wir machen hier einen kleinen Cut. Wir sehen uns auf jeden Fall bei der nächsten Folge. Ich hasse diese Pumas. Da drüben ist er. Viel Leben hat er nicht mehr. So, ich wurde kurz unterbrochen. Wir sehen uns bei der nächsten Folge morgen Mittwoch. Wir haben jetzt nur noch 3 Tage Zeit, um das Spiel zu Ende spielen. Das werden wir auch jetzt ratzfatz hinkriegen. Denn wir wollen jetzt endlich wissen, was jetzt passiert ist und ob das jetzt ein interessantes Ende gibt oder nicht. Deswegen werden wir jetzt auch ein bisschen Gas geben. Also, seid auf jeden Fall bei den nächsten oder die letzten 3 Folgen dabei. Denn da geht es wirklich rund. So, ich bin gerade noch gucken.
kann man dann den dann daneben schießen. Guck mal, der kommt. Ja. Ich seh ihn. Komm mal, ne? Er ist weg. Alter. Was war denn das? Wolf. Gut. Also, jetzt aber. Mit diesen Worten verabschieden wir uns und wir sehen uns bei der nächsten Folge. Dann geht's mit dem Story-Modus weiter und mal gucken, ob wir dann endlich mal Joseph Seed sehen werden. Also, bleibt gesund. Ja. Bis dahin. Tschüss. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.